Musikalische Highlights von Bach, Händel, Dvorak, Mahler und Chicorea werden am Sonntag um 17 Uhr in der Stadtkirche von Westerland in St. Nikolai zu hören sein. Ein musikalischer Höhepunkt auf Sylt, präsentiert vom Blechbläser-Ensemble 10 for Brass. Nähere Informationen finden Sie auf 10forbrass.de. Am Dienstag liest die Autorin Sina Beerwald aus ihrem neuen Roman Hypnose. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Podium über dem alten Chorsaal am Rathausplatz Westerland statt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos erhalten Sie auf sina-beerwald.de. Am Samstag findet ab 19.30 Uhr die Oktoberpartynacht 2012 statt. Veranstaltungsort ist die Produktionshalle Syltquelle in Rantum. Die Band Solisten aus Hamburg garantiert eine mitreißende Rock-Pop-Soul-Show. Nähere Infos zur Band finden Sie bei solisten.de. Am Donnerstag gibt der Sylter Fotograf Gernot Westendorf bei dem DIA-Vortrag Sylt die Insel Einblicke in sein reichhaltiges Repertoire. Beginn ist um 20 Uhr im Raum Nordsee an der Westerländer Promenade. Seine Bilder sind ebenfalls bis zum 31. Oktober im Kampener Campus zu sehen. Infos zum Künstler erhalten Sie unter syltandart.de. Manfred Degen präsentiert Neues von der Goldstaubinsel. Erleben Sie den Kabarettisten live am Montag im Pastorat am Dorfteil Schwenningstedt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Weitere Termine finden Sie auf manfred-degen.de. Diese Wattwanderung am Montag ist vorrangig für Kinder gedacht, aber auch für deren Eltern erlebenswert. Wann und wo es losgeht, erfahren Sie beim Kartenkauf. Rufen Sie dafür an unter 04651 8358 524 oder besuchen Sie die Homepage des Fremdenverkehrsvereins in Westerland.